Hallo Kackbratzen. Dieses Video tut weh, denn ich muss euch leider ein Geständnis machen. Einige haben es vielleicht schon geahnt. Irgendwas stinkt hier ganz gewaltig. Und ihr habt recht. In Wirklichkeit bin ich gar kein Fuchs, sondern ein. Stellt euch vor, wir haben das Jahr 2006 und es sind fast 10 Jahre vergangen, seitdem Final Fantasy VII veröffentlicht wurde und die Kackbratze Sephiroth einen übergroßen Weltraum-Kieselstein durch das All geschleudert hat, um damit ein halbes Dutzend Planeten und damit auch Midgar auszulöschen. Es war eine lange Wartezeit, denn man wollte ja auch wissen, wie die Geschichte weitergeht und was auch mit Cloud und dem leicht ramponierten Midgar passiert ist. Im selben Jahr wurde im Westen mit Final Fantasy VII Advent Children die Geschichte ja auch weitererzählt, aber es war eben nur ein Film und man wollte so sehr selbst Hand anlegen. Mal davon abgesehen, dass der Film nun auch nicht alle Fragen beantworten konnte. Und dann kündigte Square endlich mit Final Fantasy VII Dirge of Cerberus ein neues Spin-off an, das uns die Geschichte eines weiteren Helden namens Vincent erzählen sollte, 3 Jahre nach den Ereignissen des ersten Final Fantasy VII, als er mit Yuffie bei der Evakuierung von Midgar helfen sollte. Doch anstatt eines Rollenspiels mit einer tiefgreifenden Geschichte erwartete den Fan ein komplett anderes Spiel. Anstatt ein Epos mit einer exzellent erzählten Story, entpuppte sich das Ding beinahe als wahre Enttäuschung. Es war ein actionreicher Shooter und dazu noch ein ziemlich kurzer, verglichen mit der Spielzeit eines durchschnittlichen Final Fantasy Spiels. Alles wirkte wie ein Resident Evil 4 auf Crack und als das Spiel in Japan veröffentlicht wurde, war das ganze Kampfsystem noch nicht ganz durch. Reeve. Zum Glück erhielt das Spiel für den Release im Westen ein kleines Update, mit dem unser Held schneller schießen und viel weiter springen konnte. Dafür hat man dann im Gegenzug den Schwierigkeitsgrad etwas erhöht. Insgesamt wurde das Gameplay dann besser, aber trotzdem blieb Dirge of Cerberus Lichtjahre hinter den hohen Erwartungen zurück. Aber war jetzt der Titel wirklich so schlecht, wie wir ihn in Erinnerung haben? Wie erwähnt, bietet die Final Fantasy VII Lore ein Füllhorn für weitere Geschichten mit extrem interessanten Charakteren. Wie eben auch den guten Vincent, der etwas seltsame und grüblerische Bonuscharakter aus Final Fantasy VII. Woher kommt er und was macht ihn erst zu diesem mysteriösen Charakter? Das alles werden wir in Dirge of Cerberus erfahren, während wir uns durch 12 Kapitel voller Action und Pew 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 kämpfen. Vincent! Get out of there! Und natürlich darf auch ein Antagonist nicht fehlen. Im Spin-off ist es eine Elitetruppe voller Narzissten namens Deep Ground und deren ziemlich unheimlichen Plänen. Damit aber die Story nicht allzu finster wird, gibt es noch ein Potpourri aus Geschichten über Familie und Freundschaft und Vincents seltsamen Freunden Yuffie und einer ziemlich aufgekratzten Katze. That was a close one. I never was good at fighting. Luckily, I came out wearing Reeve. Wie Final Fantasy VII erzählt auch Dirge of Cerberus eine beeindruckende Geschichte, wenn auch mit weit weniger Pathos und Ausschmückungen. Die meisten der neuen Charaktere durchlaufen eine ziemliche Entwicklung und auch einige alte Charaktere kehren zurück. Man darf allerdings nicht zu viel erwarten, denn die restliche Besatzung von Final Fantasy VII muss sich nur mit kleineren Nebenrollen zufrieden geben. Doch das ist noch lange kein Grund für eine Enttäuschung. Unser Held Vincent wurde ziemlich überzeugend dargestellt und obwohl es in der Story keine großen Überraschungen oder Wendungen gibt, setzte man den Fokus des Spiels auf eine kleine Gruppe von unvergesslichen Charakteren, weshalb man sich insgesamt auf eine spaßige Zeit freuen darf, in der Comedy und auch wirklich spannender Kram definitiv nicht auf der Strecke bleibt. Man muss eben einfach damit klar werden, dass Dirge of Cerberus eben kein Rollenspiel ist und wenn es hier im Gehirn Klick macht, wird man unheimlich viel Freude haben, auch wenn das Spiel so komplett anders als das ursprüngliche Final Fantasy VII ist. Denn auch wenn es auf den ersten Blick wie ein hirnloser Shooter aussieht, verbirgt sich hinter der Schale eine sehr starke Story, die sich von seinem Rollenspielgegenstück nicht verstecken muss. Wenn man schon über das Spiel Gift und Galle schütten möchte, dann über die japanische Version. Die ist zwar kein kompletter Griff ins Klo, aber die Schießerei ist eher glanzlos. Die KI so pralle wie 3 Meter Feldweg und dank des ziemlich niedrigen Schwierigkeitsgrad fliegt man gerade so durch das Spiel quasi ohne Sinn und Verstand. Where am I? Safe inside the WRO headquarters.
Mit dem zweiten sieht man besser. Damit im Westen nicht dasselbe Debakel passiert, unterzog Square dem Spiel eine Frischzellenkur, was sich insbesondere auf das Zielen und die Spielbalance im Allgemeinen mehr als positiv auswirkte. Vorbei sind die Zeiten, in denen man aus Versehen, anstatt zu schießen, die Perspektive wechselte und man kann sich auch nicht mehr mit nur einer Waffe durch das Spiel pflügen. Wer in der West-Version nicht auch den Einsatz von Gegenständen und Magie geschickt einplant, hat es weitaus schwerer. Grundsätzlich ist das Gameplay nicht schwer zu verstehen. Mit dem linken Analogstick steuert man Vincent, während der rechte Analogstick für das Zielen verwendet wird. Gespielt wird aus einer Über-die-Schulter-Kamera, wie etwa auch in Resident Evil 4. Man kann aber auch in eine Ego-Perspektive wechseln. Erledigt man Gegner, erhält man dafür Erfahrungspunkte. Diese können dann am Ende für einen Levelaufstieg verwendet werden, um die Werte unseres Helden zu verbessern. Oder man tauscht sie in Jill ein, um damit Ausrüstung und andere Gegenstände zu kaufen. Dank der Frischzellenkur bewegt sich unser Held nun auch um einiges schneller und das Zielen mit der erhöhten Schussfrequenz ist eine wahre Freude. Noch dazu verbesserte man das Gegenstandsverwaltungssystem und mit dem verbesserten Chaos Limit Break hat man nun einen alternativen und sehr wirkungsvollen Nahkampfangriff in Bestienform. Während dieser Zeit kann Vincent enormen Schaden anrichten und ist nahezu unbesiegbar. Es ist definitiv ein Element, das man sich am besten für brenzlige Situationen aufheben sollte. Insgesamt wurde die West-Version also um einiges schneller, ausgeglichener, spannender und viel anspruchsvoller. Das Spiel bietet zwar die Möglichkeit, mit Maus und Tastatur zu spielen, aber die neue Controllersteuerung mit der integrierten Zielhilfe funktioniert so gut, dass das absolut nicht mehr nötig ist. Es ist eben nur ein wenig schade, dass die Schießereien zwar besser geworden, aber insgesamt nicht besonders zufriedenstellend sind. Man wird auch immer über denselben Feindtyp stolpern. Entweder sind es die immer gleichen Soldaten, ein paar Hunde, Mechs und ab und an auch ein paar fliegende Kreaturen. Meistens springen die Soldaten hinter Kisten hervor, wenn man einen Raum betritt und manchmal positionieren sie sich auf dem Dach eines Gebäudes und warten nur darauf, um von euch abgeschossen zu werden. Die KI ist in der Regel komplett vorhersehbar, was besonders deutlich wird, wenn man das Spiel ein weiteres Mal durchspielen möchte. Sie befinden sich immer auf derselben Stelle im Level, womit man nach ein wenig Übung auch mit verbundenen Augen durch die Level kommen wird. Die Feinde stellen auch absolut kein Problem dar. Nach 3 bis 4 Treffern gehen sie über den Jordan und haben dasselbe Verhalten und die Intelligenz einer Pappfigur in einer Kirmesbude. Etwas mehr Durchhaltevermögen benötigen Bosskämpfe. Nicht aber, weil Bosse so unfassbar schlau sind, sondern weil sie einfach mehr Kugeln einstecken können. Perhaps Azul and Rosa never stood a chance against the mighty Valentine. But enough. I have other matters to attend. Abgesehen von den generischen Feinden wird das Schießen durch eine enttäuschende Auswahl an Waffen beeinträchtigt. Man kann auch zum Beispiel seine geliebte Cerberus-Pistole aufrüsten, um etwas mehr Schaden zu verursachen. Aber in einem Spiel, in dem es ausschließlich ums Rennen und Schießen geht, reicht das verfügbare Arsenal nicht wirklich aus, um den Spieler auch zu 100% zufriedenzustellen. Und egal wie sehr man seine Waffen auch aufrüstet, werden sie einem nicht den richtigen Wumms vermitteln. Wie erwähnt, versucht man das Gameplay mit ein wenig Magie aufzupeppen und man hat auch verschiedene Arten von Materia in die Level geworfen, um die Schießerei ständig frisch zu halten. Magie verursacht auch generell mehr Schaden als ein Erbsengewehr. Allerdings wird man sehr schnell feststellen, dass man auch bei voller Magieanzeige nur 2 bis 3 magische Schüsse abfeuern kann und man somit damit sehr sparsam umgehen wird. This has got to be the place! Damit bei dem sehr linearen Gameplay keine Langeweile aufkommt, würzte man alles noch mit einer Portion Schleicheinlagen auf, die dann aus der Perspektive von Kite Sith gespielt werden und man fügte noch einige sehr großartige Rail-Shooter-Momente hinzu. Es ist nur schade, dass die Grafik von Dirge of Cerberus nicht so hochpoliert wurde wie in den anderen Final Fantasy-Titeln. Das Level-Design wirkt komplett 0815 und wir sehen so oft die immer gleichen Gebäude mit den immer gleichen Strukturen. Das Design der Charaktere und Feinde ist interessant, aber die visuelle Präsentation lässt sehr zu wünschen übrig. Noch dazu wirft Square massenweise den immer gleichen Gegner ins Level, was nicht nur für das Auge extrem ermüdend ist. Wo
aber das Spiel dann wieder glänzen kann, sind die wunderschönen vorgerenderten Zwischensequenzen, die beinahe mit dem Film Advent Children vergleichbar sind. Es gibt nicht allzu viele davon und man wünscht sich, dass es einfach mehr davon gäbe. Demgegenüber stehen tonnenweise Zwischensequenzen mit In-Game-Grafik. Einige sind relativ kurz, andere dauern minutenlang und überschwemmen euer Gehirn mit unfassbar melodramatischem Gesülze, sodass einem nach kurzer Zeit das Blut aus den Ohren fließt. Das Problem mit diesen ganz speziellen Zwischensequenzen ist auch, dass sie meist das komplette Spieltempo rausnehmen und man aus einem perfekten Fluss plötzlich zum Stillstand kommt. Alle Zwischensequenzen sind übrigens vollständig vertont und die Sprachausgabe klingt ausnahmsweise nicht nach Gülle. Experiment? Die Musik variiert mit jedem Level und reicht von leisen, fast nicht vorhandenen Ambient-Melodien bis hin zu schweren Orchestereinlagen, die die Action hervorragend unterstützen. Aber ansonsten ist der Sound etwas schwach. Das leichte Knallen von Vincents Waffen wird einem nicht gerade ein Gefühl von Macht vermitteln und einige der Explosionsgeräusche klingen einfach käsig. Grundsätzlich ist Dirge of Cerberus kein schlechtes Spiel. Es ist leider nur teilweise eine sehr schwere Kost. Nicht weil die Gegner schwer zu knacken sind, sondern weil es so fluffig ist wie alter Kaugummi, auf dem man stundenlang rumgekaut hat. Where did everyone go? Final Fantasy VII Dirge of Cerberus ist vielleicht in den Augen des Hardcore-Fans ein großer Frevel und das unzusammenhängende Gameplay mitsamt den Zwischensequenzen kommt dem Spiel wirklich nicht unbedingt zugute. Aber wenn man mal darüber hinwegschaut, findet man unter der Haube doch eine relativ coole Story mit einem ebenso coolen Hauptdarsteller. Und auch wenn das Spiel trotz seiner verbesserten Version für den Westen immer noch kein perfektes Ergebnis ist, wird man trotzdem noch enorm viel Spaß damit haben. Hat man übrigens das Ende erreicht, dann wartet noch eine Vielzahl an weiteren Missionen auf dem Spieler, womit das Spiel nicht so schnell wieder im Regal verschwindet. Man darf eben Dirge of Cerberus nicht unbedingt als sinnvolle Erweiterung des Final Fantasy VII Universums sehen. Es ist ein komplett eigenständiges Ding mit einer eigenständigen und sehr starken Story, das vielleicht nicht unbedingt jedermanns Sache ist, aber man trotzdem unbedingt mal ausprobieren muss. Es ist eben doch das kleine Final Fantasy Feeling, das dieses Spiel davor rettet, eine komplette Enttäuschung zu sein, da es da draußen eine Vielzahl an Shooter gibt, die ebenfalls nicht nur eine starke Story haben, sondern eben über ein viel besseres und perfekt gelöstes Gameplay verfügen. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.